Und die nehmen wir auch gleich mit. Zack. Kleine, die könnten wir so besiegen. Wir können aber auch. Wir können die aber auch instant töten. Dafür gibt es halt dann. Oh, jetzt habe ich so eine Tonne genommen. Auch nett. Dafür gibt es dann halt Leben, was immer sehr nützlich sein kann, wenn die Zombies tauchen oft auf. Da ist das ganz praktisch, wenn wir so ein paar mitnehmen können und dann uns immer ein neues Leben beschaffen können. Ich kann jetzt auch einfach hier drauf hauen. Bis jetzt können wir halt nicht sehr viel, deswegen mache ich immer das Gleiche. Später können wir halt diese ganzen Kombos erlernen. Was ganz praktisch, und wir bekommen natürlich auch noch ganz viele neue Waffen. Zack. Wie viele kommen denn hier noch? Gar nicht so viele in Erinnerung. Wo ging das noch gleich weiter? Oh, das noch her. Hallo. Zack. So, dann laufen wir hier mal weiter. Und ich... da kommt ja gleich der erste größere Gegner. Oh. Ja, genau. Stimmt, der explodiert. Aber der kommt noch später wieder, wo der dann nicht explodiert. Garnet Glue. Ja, das habe ich ja gerade erklärt. Zack. Zack. Den auch. Und den auch. Boom. Und jetzt müssen wir hier durch. Und dazu muss ich dann E drücken. Und dann können wir hier durch. Ah. Glück gehabt. Wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir nach unten? Nee, nach oben natürlich. Nach unten wäre jetzt ein bisschen blöde. Springen. Schon wieder so viele kleine. Oh, da kommt er wieder, der Dicke. Den konzentrieren wir uns jetzt mal. Weil der doch schon. Upala. Jetzt muss man hier schon ein bisschen aufpassen. Schon ein etwas schwierigerer Gegner. Wo er schon mal hin und her dashen muss. Dort sich trifft. Naja, ich versuche hin und her zu dashen. Jetzt die kleinen Zombies hier im Weg. Natürlich auch viel. Weil die müssen wir aufpassen, wenn wir den Mech besiegt haben. Dann geht der normalerweise hoch. Ich hoffe, der macht das gleich. Mal langsam. So langsam müsste der eigentlich kaputt sein, sonst verlieren wir nicht Leben. Ich habe keine Lust, jetzt schon gleich wieder zu sterben. Oh oh, jetzt. Hier doch nicht. Ja, doch nicht. Geht eigentlich kaputt. Ja, jetzt. Oh, oh, da muss man weggehen, weil sonst gibt es Probleme. So, wir haben ganz viel gesehen bekommen. Jetzt holen wir uns erstmal die ganzen kleinen Viecher hier. Wir können mal gucken, ob ich den Klingenreis hier einsetzen kann. Zack! Sowas meinte ich. Dann werde ich aber relativ wenig einsetzen, denke ich mal. Es gibt eine bestimmte Fähigkeit, die wird nachher gut. Aber der Klingenreis hier ist nicht so. Also finde ich nicht so das Wahre. Kann ja jeder meinen, was er will. Ihr könnt es mal drunter schreiben, wenn ihr wollt. Und hier haben wir auch gleich eine erste Kiste, und zwar eine Lebenskiste, die wir natürlich nicht brauchen eigentlich, aber nehmen die trotzdem mal mit, wenn ich hier die Zombies kaputt gemacht habe. Stehen überall mal welche rum, muss man sich eigentlich gut aufteilen, aber im Moment ist das noch relativ unwichtig. So. Wohin muss ich noch gleich? Muss ich jetzt hier runter? Ne, runter wäre Blödsinn. Fängt ja gut an. Ich denke mal, ich muss hier irgendwie hoch. Aber wie komme ich denn hier höher? Oder muss ich hier gar nicht hoch? Ich glaube, ich muss hier höher. Gehen wir mal den Zombies hinterher. Ja, genau, nimm den Stuhl. Das hasse ich, dass er manchmal Dinge aufnimmt, die er gar nicht aufnehmen soll. Ah, genau, hier. Aha. Zack. Nehmen wir uns... Genau, Dragon Objects, das erkläre ich auch so. Aber wir können mit R hier dran gehen und Objekte verschieben. Natürlich nicht alle, sondern nur manche. Und dann können wir hier gleich schön nach oben. Und zack. Nein. Ich glaube, die können nicht klettern, deswegen... Genau, die können nicht klettern. Und jetzt hier oben dran und zack, 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 drüber.
Hep. Springen tut er von alleine, ist auch gut. Oh, jetzt greifen sie hier direkt einer an, natürlich. So viele kleine Zombies hier, ne? Hallo? Mach was. Jetzt war das ganz lustig, weil so viele Zombies um uns rumstanden. Ich weiß gar nicht, wieso jetzt gerade so ein Frame-Einbruch war. Ich hoffe, das passiert nicht öfter. Schon rumgewerkelt wie sonst was. Damit das hier relativ flüssig läuft. Obwohl gar nicht so große Anforderungen hatte. Ich verstehe das gar nicht. Ups, hier brechen wir schon wieder ein. Und dann gehen wir hier gleich in den nächsten Raum. Und da wird uns der Weg versperrt. Heißt erstmal alle möglichen Gegner töten. Aber noch ist hier kein großer, deswegen sitzt nur. Oh, oh, oh. Was ist los? Ich habe jetzt auch noch nie so Einbrüche gehabt. Ich werde wohl nicht dran liegen, dass ich jetzt Aufnahme mache. Und die ganzen kleinen Zombies hier weg. Ach, es gibt übrigens auch Seelen, wenn man Einrichtungsgegenstände zerstört. Aber das ist nicht so viele. Ah, nett. Da kommt ein etwas größerer auf uns zu. Der auch ein bisschen gefährlicher ist. Also ein bisschen mehr antun kann. Upsala. Als der andere gerade. Ja, ich habe leider keine Dings mehr. Keinen Zorn mehr. Deshalb kann ich die Fähigkeit nicht nochmal einsetzen. Ich habe vergessen, dass jetzt schon so ein großer kommt. Upsala. Ja, momentan kann ich leider nicht viel machen. Sonst würde ich hier gerne schon irgendwelche Kombos einbringen. Würde ich mir auch nicht mal alle merken kann. Aber ich würde schon mal so ein, zwei Kombos würde ich hier schon mal gerne durchbringen. Mal so ein Uppercut machen, aber das bringt mir auch nicht viel. Das kann ich ja nicht hochschieben. Und da ist unsere erste Lebensleiste schon durch. Oh, nicht gut. Ah, okay, er ist gut. Er ist durch. Die Finisher sind echt genial, muss ich echt sagen. Auch von so kleinen Gegnern, ne? Boah, cool. Und jetzt dürfen wir hoffentlich weiter. Ja. Dann rennen wir hier mal weiter. Wir müssen eigentlich mal aus dem Haus raus, denke ich mal. Und, oh, stürzt hier alles ein. Ich würde hier nicht gerne drin begraben werden, dann wäre es mal PMA schon beendet. Hab die Kante hoch. Alles easy peasy noch und. Dann gehen wir weiter nach oben und schon wieder Zombies. Yay! Holen wir uns wieder ein bisschen Leben. Zack. Zack. Wir haben schon fast 400 Seelen. Das ist gut. Und da ist wieder eine Lebenskiste. Ich habe kein Leben, gar keine Zombies schlachten müssen. Zack. Und dann geht's hier weiter. Muss ich jetzt hier raus springen? Achso, okay. Die Crossroad. Also die Kreuz. Wie lange war ich weg? Ein Jahrhundert. Lang genug, um allem für die Menschen zu sterben. Ja, spring runter, mach einen auf cool. So, und hier treffen wir gleich schön den Herrn des Wulgrim. Da hören wir ihn schon. Also ich höre ihn schon. Subtle. I almost didn't hear you coming. Wulgrim. The council finally took me seriously. If so, you're surely not empty-handed. This shall be the briefest of introductions. Oh,
und der sammelt Seelen. Zwar genau die, die wir sammeln. There were a few young ones. Spectacular. You seek the power behind the one called Destroyer. You will find the answers and the font of his power there. Okay, da müssen wir hin zum Turm, um den Destroyer zu besiegen. Such haste to die. You aren't even a shadow of your former self. You wouldn't last a heartbeat. Besides, the way to the tower is shrouded by demon magics. Even I do not know the way. Who does? Feed my hunger, and I'll feed your curiosity. Ja, netter Typ. Collect 500 souls for the Demon Vulcan. Müssen wir erstmal 500 Seelen für den lieben Vulcan suchen. Rotziger. Das ist jetzt etwas... Ach genau, mit O geht die Karte auf. Jetzt sehen wir hier nämlich Truhen. Wo Truhen auf der Karte sind. Alle möglichen Truhen. Und hier ist auch ein Artefakt. Da kommen wir aber, glaube ich, noch nicht hin. Das werden wir gleich sehen. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Und zwar kann man Artefakte sammeln und sie bei Vulgrim verkaufen. Für eine Handvoll Geld. Also für die normalen 500, glaube ich. Für die etwas selteneren bekommt man 1000. Und für die extra seltenen, für den seltensten, den es gibt, 2500. Aber wir stürmen und damit kämpfen wir noch nicht rum. Sondern wir machen erstmal hier mit den kleinen Zombies weiter. 500 Seelen sind schon ein bisschen was. Die holen wir uns jetzt erstmal. Indem wir hier zum Beispiel Autos draufschmeißen. Zack. Und jetzt gehen wir direkt mal hier rein. Obwohl da hinten. Wir nehmen jetzt erstmal die Kiste da hinten. Oder auch nicht. Wir werfen erstmal vielleicht ein paar Autos auf das Vieh. Das kann uns da wieder hinzugehen. So kann man die auch zerstören. Dauert halt ein bisschen länger. Ah, mein Auto. Oh. Also, Viecher kommen öfters. So, manche... Oh, das ging schnell. Wieso ging das jetzt auf einmal so schnell? Vielleicht weil wir in Eile sind.